Halbzeitbilanz bei der Freie Wähler Landtagsfraktion. Auch in der Bildungspolitik und beim Umweltschutz haben die Abgeordneten mit ihrer sachlichen, ideologiefreien Politik viel in Bayern bewegen können. Denn ob Überholspur im G9, tausende zusätzliche digitale Klassenzimmer oder insgesamt 5000 zusätzliche Lehrer bis 2023, Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazzolo zieht zu Recht eine positive Bilanz. Das waren sehr intensive 2,5 Jahre, wo wir vor Corona, aber auch jetzt während Corona natürlich viele Dinge angepackt haben. Vorher Themen wie Fridays for Future, aber auch natürlich die Unterrichtsversorgung sicherstellen. Oder ich erinnere an die Petition zum Mathe-Abitur. Das sind nur Dinge, die von außen gekommen sind. Vieles andere habe ich persönlich natürlich auf den Weg gebracht, wie den Einschulungskorridor bei Grundschulen, den Informatikunterricht in der Mittelschule, aber auch in der Realschule und vieles mehr, was man jetzt hier alles gar nicht aufzählen kann. Und dann natürlich, da liegt der Fokus jetzt seit einem Jahr, die Bewältigung der Corona-Pandemie auch in den Schulen. Man hatte den Eindruck, noch nie war der Fokus so intensiv auch auf die Kultusminister. Bei der Umweltpolitik haben die Freien Wähler die großen Existenzthemen Artenvielfalt, Klimawandel und Wasserversorgung im Blick. Umweltminister Thorsten Glauber erklärt, wie der Freistaat zukunftssicher wird. Mit unserem Vertragsnaturschutz und der Kulturlandschaftspflege haben wir heute Elemente erreicht in der Artenvielfalt, damit am Ende wirklich blühende Bänder und grünende Bänder durch Bayern entstehen können. Beim Thema Klimaschutz sind wir mit unserem Bayerischen Klimaschutzgesetz wirklich an den Start gegangen. Das erste Bayerische Klimaschutzgesetz, das auch Bayern 2050 klimaneutral machen werden wird. Und das dritte Thema ist Wasserzukunft Bayern 2050. Wasser ist Leben und deshalb auch dieses Lebensmittel Wasser für alle Menschen in einer guten Ausstattung, guter Versorgung, guter Qualität überall zur Verfügung zu stellen. Das alles zeigt, die Freien Wähler haben viel Pragmatismus in die orange-schwarze Staatsregierung gebracht. Sie halten ihre Versprechen, regieren mit gesundem Menschenverstand. Und das tut Bayern erkennbar gut.